Willkommen zurück. Im Zuge dieses Videos werden wir gemeinsam ein Gleichungssystem aufstellen und dieses auch lösen. Wir benötigen dafür dein Vorwissen in Bezug auf Gleichungssysteme und insbesondere in Bezug auf das Eliminationsverfahren. Nach diesem Video wirst du selbstständig dazu in der Lage sein, die Gleichung einer Exponentialfunktion zu ermitteln, die durch zwei bestimmte Punkte gehen soll. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgende Aufgabenstellung. Deine Aufgabe ist es, die Funktion f zu bestimmen, das heißt die Parameter a und c zu ermitteln. Im Anschluss sollst du noch den Schnittpunkt zwischen der Funktion und der y-Achse bestimmen. Versuche dies zunächst selbstständig und pausiere dazu bitte das Video. Gut, nun wollen wir das Beispiel gemeinsam lösen. Betrachten wir zunächst die beiden Punkte. Der Punkt a verrät uns, dass wenn wir in die Funktion den x-Wert minus 3 einsetzen, wir dann als Ergebnis 2 erhalten. Das heißt, wir können diese Information verwenden, um unsere erste Gleichung aufzustellen. Diese lautet dann c mal a hoch minus 3 ist gleich 2. Also wir haben in unsere Exponentialfunktion für x minus 3 eingesetzt und erhalten als Ergebnis 2. Der Punkt b verrät uns, dass wenn wir in die Funktion f für x den Wert 2 einsetzen, wir als Ergebnis 5 erhalten. Mit Hilfe dieser Information können wir unsere zweite Gleichung aufstellen. Diese lautet dann c mal a hoch 2 ist gleich 5. Im nächsten Schritt wollen wir das Gleichungssystem lösen. Dazu gibt es verschiedene Verfahren, die du bereits kennst, wie zum Beispiel das Einsetzungsverfahren oder auch das Eliminationsverfahren. Im Zuge dieses Videos werden wir das Eliminationsverfahren anwenden. Falls dir aber das Einsetzungsverfahren lieber ist, dann findest du dazu eine Musterlösung in der Ausarbeitung des Arbeitsblatts. Du findest diese Ausarbeitung wie gewohnt auf der Mathematik macht Freude, Freunde Homepage unter dem Reiter Kompetenzmaterialien. Gut, legen wir nun los. Das Ziel beim Eliminationsverfahren ist es im ersten Schritt, eine der beiden Unbekannten, also entweder das C oder das A, zu eliminieren. Wir können hier schnell erkennen, dass wenn wir die beiden Gleichungen durcheinander dividieren, wir somit das C kürzen können und dieses eliminiert wird. Das heißt, wir stellen eine neue Gleichung auf und dividieren dazu unsere zweite Gleichung durch unsere erste Gleichung. Du hättest das auch genau umgekehrt machen können und die erste Gleichung durch die zweite dividieren und würdest genauso auf die richtige Lösung kommen. Ich habe nur mich entschieden, die zweite durch die erste zu dividieren, weil dadurch die Rechnung ein bisschen kürzer wird. Das heißt, wir bekommen die Gleichung c mal a hoch 2 durch c mal a hoch minus 3 ist gleich 5 durch 2. Nun sehen wir sofort auf der linken Seite der Gleichung, dass wir im Bruch das c kürzen können und somit sind wir eine Variable losgeworden. Nun wollen wir durch Äquivalenzumformung das a bestimmen. Zunächst können wir hier auf der linken Seite erkennen, dass wir unter dem Bruch eine Potenz mit negativen Exponenten haben. Das heißt, wir können die unter dem Bruchstrich heraufholen und dabei das Vorzeichen des Exponenten verändern. Das heißt, wir können die Gleichung einfach sofort umschreiben als a hoch 2 mal a hoch 3 ist gleich 5 halbe. Nun wissen wir bereits aufgrund unserer Rechenregeln für Potenzen, dass wir auf der linken Seite das a zum Quadrat mal a hoch 3 zusammenfassen können als a hoch 5. Denn bei Multiplikation mit gleicher Basis werden die Hochzahlen addiert. Das heißt, a hoch 5 ist gleich 5 halbe. Nun, wenn wir auf beiden Seiten die fünfte Wurzel ziehen, haben wir schon die Gleichung in der gewünschten Form dastehen und auf a aufgelöst. Das heißt, a ist gleich die fünfte Wurzel aus 5 halbe. Ich habe die Lösung dieser Rechnung bereits vorbereitet und wir bekommen für a als Ergebnis ungefähr 1,201. Wie gehen wir nun weiter vor? Da wir den Parameter a kennen,
können wir nun in eine unserer beiden Gleichungen, also römisch 1 oder römisch 2, einsetzen und dadurch den Parameter c ermitteln. Ich habe mich dafür entschieden, einfach das a in die Gleichung römisch 1 einzusetzen. Das heißt, wir können schreiben c mal 1,201 hoch minus 3 ist gleich 2. Nun wollen wir wieder durch Äquivalenzumformung das c bestimmen und dazu dividieren wir die Gleichung durch 1,201 hoch minus 3 und haben dann stehen, c ist gleich 2, ups, c ist gleich 2 durch 1,201 hoch minus 3. Da wir nun wieder unterhalb des Bruchstrichs eine Potenz mit negativen Exponenten haben, können wir diese unter dem Bruchstrich hervorholen und dabei das Vorzeichen des Exponenten verändern. Das heißt, das minus 3 wird positiv. Und wir können das Ganze anschreiben als c ist gleich 2 mal 1,201 hoch 3. Ich habe die Lösung dieser Rechnung bereits wieder vorbereitet. Du kannst sie natürlich selbstständig mit dem Taschenrechner nachrechnen. C ist demnach ungefähr 3,465. Genau. Das heißt, wir haben die Parameter a und c ermittelt und wollen nun, wir können zunächst nun unsere Funktionsgleichung hinschreiben. Das heißt, f von x ist gleich 3,465 mal 1,201 hoch x. Nun wollen wir den Schnittpunkt zwischen unserer Funktion und der y-Achse bestimmen. In vorigen Videos haben wir bereits gelernt, dass wir bei jeder Exponentialfunktion der Form c mal a hoch x wissen, dass diese durch den Punkt 0, c durchgehen muss. Das heißt, wir können eigentlich sofort daraus schließen, dass unser Schnittpunkt den Wert 0 und 3,465 haben muss. Wir können das dennoch als Überprüfung nochmal schnell nachrechnen. Dafür setzen wir einfach in unsere Funktionsgleichung den Wert 0 ein. Das heißt, diese lautet dann 3,465 mal 1,201 hoch 0. Und wie wir ja bereits wissen, jede Zahl hoch 0 ergibt immer 1. Das heißt, wie erwartet, erhalten wir für den Schnittpunkt S als Ergebnis 3,465. Also wenn wir in die Funktion 0 einsetzen, erhalten wir als Ergebnis genau den Wert C. Und deshalb ist unser Schnittpunkt bei x ist gleich 0 und bei y ist gleich 3,465. Gut, das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt Exponentialfunktionen weiter.